erste Gast da ist, dann werdet ihr erbleichen vor Neid. Ja. Moin, Inas Nacht, heute ja wohl voll mit den Sportcracks. Torwartrakete Tim Wiese ist da, der sich gerade vom Fußballstar zum Wrestlingstar umbaut. Und Deutschlands immer noch bekanntester Handballer, obwohl schon lange in Wurfrente, Stefan Kretschmer. Oh Gott, ich bin in beide jetzt schon so verliebt. Tolle Musik haben wir, in die bin ich auch schon verliebt. Wir haben Musik von Faber, von Louis & Lee und von Isolation Berlin. Oh Gott, ist das toll. Er stand jahrelang im Tor, bis er dann den Spaß verlor. Er wollte more, more, more. Mm-hmm. Nudeln oder Reis findet er nicht nice. Er braucht Eiweiß, Eiweiß. Oh, mal kurz bei mir, Tim Wiese! Tim. Noch nicht? Nein, ich hab gedacht, passt gar nicht rein, aber das ist ja ganz schön. Na gut, ich war jetzt auch in Orlando. Was heißt das? Nimmt man da ganz schnell ab? Da muss man schon ein bisschen Gas geben. Also da habe ich schon 3 Kilo verloren. Und hast viel du geweint? Nee, nee, also viel Kondition. Bei mir ist ja immer umgekehrt, weißt du? Ja, nee, nee, ich fahre nach Orlando und zack, 3 Kilo mehr drauf. Okay, nee, nee, aber ich musste da von morgens bis abends durch den Ring hüpfen. Trainieren? Ja, ja. Aber das ist natürlich alles sehr definiert, weil du machst ja, hast ja gar nicht so 2 Riesenbeulen wie Oberschenkel, als hätte dein Arm gerade eine Schlange, wäre eine Schlange und hätte so einen Hasen gegessen. So sieht das ja oft Nein, aus. Nein, ich muss ja auch ein bisschen gelenkig bleiben. Ich muss ja auch ein bisschen ja, eben. Oh, wir reden drüber. Ja? Wrestling, spreche ich das richtig aus? Wrestling. Genau, Wrestling. 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 Würdest du reingehen? Jo, alles Was klar. trinkt denn? Siehst du die Bilder, die ich extra für dich angefangen habe? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Und wirst du schon nervös, wenn du das siehst? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Ach, weil das so, man will doch sofort sich das Hemd runterreißen und mitspielen. Ah ja, das hat wenn ein bisschen die so, Zeit. Könnt ihr mir vorstellen. Wenn du mitten im Training bist, ne, was ja. geht ja bald los, was darfst du denn jetzt essen, trinken? Oh Gott, wenn ich so viel trainiere, darf ich alles essen. Ne? Alles trinken? Alles trinken. Etwa auch ein Bier? Trinke ich gerne ein Bier hier. Mit uns? Das ja. ist ja toll, Tim Wiese trinkt ein Bier. Juhu! 2 Bier für den Formular. Das nicht hätte nur ich nicht gedacht. Du kommst ja jetzt gerade aus dem, es nennt sich Trainingscamp, ja. Wo du eigentlich jetzt erst die Schauspielerei zum Wrestling quasi gelernt hast, oder? Ja, gut, da gibt es natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, viel Kondition bolzen. Ne? Das ist aber ist es nicht ganz viel Schauspiel? Ich bin ja mit Hulk Hogan aufgewachsen. Ja. Ich hatte mal einen Freund, der jede Nacht von 12 bis 3 Uhr nachts Wrestling geguckt hat. Und Hulk Hogan war der Star. Jetzt die dümmste Frage, lebt der noch? Der lebt noch, ja. Der lebt noch. Ja, doch, und kämpft der auch noch? Ja, noch so ein Skandal gehabt. Ne? Der, ne? Genau. Und ist das jetzt ein neueres Foto? Nee, ich glaube, das ist schon älter. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich finde, der sieht aus, als ob da aber in der Genetik auch etwas ganz haarscharf Tier, also irgendwas noch, da ist doch noch was mit drin, oder nicht? Anscheinend, ist, ja. Meinst du, es ist nur Mensch? Ja, es ist nur Mensch, aber das ist schon... Weißt du, wer ist das? Kennst du den? Brock Lesnar. Brock Lesnar, und der kommt wo? Aus Amerika. Der ist Amerikaner. Ist Kanadier, ja, ja, da ist noch was mit drin. Genau. Und welchen findet der ist, glaube ich, der The Rock oder so? Das ist Undertaker. Undertaker? Mhm. Ach, arbeitet der noch? Der arbeitet auch noch? Der tritt auch manchmal auf. Ja. Und hast du denn ein Idol, den oder den? Wir müssen jetzt ein bisschen die Bilder zeigen, weil die doch so teuer waren. Hast du so ein Idol? Wer ist denn so der berühmteste? Ja. Das ist ein bisschen Typ, wie du einer bist, ne? Ja, so ähnlich. Hast genau. du dir überlegt, den Bart noch auch so ein bisschen gefährlichen Bart? Nee, bin ich nicht. Ich bin kein Barttyp. Nee. Weißt du noch nie? Nee, was? Hast du es ausprobiert? Nee, auch noch nicht. Das macht schon was, mögen wir, ne? Wenn man gefährlich sein will und hat ein bisschen Bart, finden wir ganz gut. Tja, vielleicht lass ich mal meinen wachsen, mal gucken. Shanties finden das übrigens auch. So, wir machen jetzt Prost. Ja, zum Wohle. Prost und gucken. Ja! Ja. Wenn du nach Hamburg kommst, brauchst du da eigentlich noch Begleitschutz? Ja. Nee, ne? Wegen HSV jetzt, oder was? Guck dir die gefährlichen Brüder da draußen an. Obenrum denkt man,
Mann, na ja, aber untenrum geht das Messer auf, ne, Jungs? War das für dich... Ja, genau. War das eigentlich immer mehr ein Spaß, dieser Hass? Oder war das schon so eine Mischung aus Ernst und Spaß? Nein, es war ja auch ein bisschen... Sicherlich, es geht um Siege. Ne? Und war schon ein bisschen Wrestling wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei einer Situation mal, das war 2009 gegen Olic. Ja, das weiß ich. Aber da hat mir auch das Herz geblutet, da fand ich dich auch blöd. Ja. Mein Kleiner, das war doch damals, als Petric und Olic unser Lieblingsduo waren. Und du sagst, der wäre in dich reingelaufen, aber... Genau. Der konnte zwar an dich ranlaufen, aber der war so klein, niedlich, der konnte gar nicht in dich reinlaufen. Ja gut, ich wollte eigentlich nur den Ball... Ja, ja, klar. Und dann hing der Olic noch dran. Ist er dann halt mit seinem Kopf so rein. Aber das war jetzt nicht extra. Ich hätte ihn ja umbringen können. Ne? Aber ja, ich habe aber du bist ja angeklagt worden dann auch wegen Totschlags. Ja, genau, hat schon eine Klage. Ich lese nicht richtig. Genau, eine Klage am Laufen, aber das wurde noch fallen gelassen. Ging dann weg. Ja. Und du hast ja, ab dem du 6 warst, war für dich okay Fußball. Ein Kumpel hat dich mitgeschleppt und hat gesagt, ich gehe jetzt Fußball spielen. Du hast gesagt, was ist das denn? Und dann, ich komme mal mit. Und dann wurdest du direkt gut. Ja, gut, am Anfang hat man mehr, wir haben ja früher auf Asche gespielt, haben wir mehr ein bisschen mit dem Sand gespielt als Fußball. Das war natürlich F-Jugend oder Bambini. Warst du so klein, noch im Fußballspiel noch umgebaut? Bambini-Alter, glaube ich. Ja, genau. Und dann fing das halt immer ein bisschen mehr und dann wurde ich halt, habe ich Spaß dran gefunden, richtig. Und dann wurde ich auch richtig gut. Mhm. Und bin dann halt auch schnell nach Leverkusen gegangen. Ja, du warst mit 8, musstest du dann ins Tor, weil du warst eigentlich ein extrem guter Feldspieler. Kleine Fußverletzung, schon mit 8, muss man sich mal vorstellen. Ja, war so ein Wachstumproblem gehabt, ne? Ach so. Mit der Achillessehne. Und dadurch verletzt? Ist dann nicht so schnell gewachsen. Was heißt verletzt? Ich hatte ein Problem beim Laufen gehabt. Das ist natürlich. Dann hat der Trainer gesagt, geh ins Tor. Da war, glaube ich, gerade ein Hallenturnier. Ja. Haben wir super gespielt, ersten Platz gemacht und aber super gehalten. Und seitdem bin ich halt im Tor gelandet. Du hast auch so viel durchgemacht, also wo andere schon gesagt hätten, oh mein Gott, eine Rippe ist gebrochen, spielst du mit 6 gebrochenen Rippen noch weiter beim KSC? Nee, eine, das war eine. Ach so, dann hast du übertrieben damals. Aber 6 hört sich natürlich auch geiler an. Vielleicht vertue ich mich auch. Nee, da hatte ich eine gebrochene Rippe gehabt und unheimlich geschmerzt. Normal kann man nicht mit spielen, aber gut, mit ein bisschen Schmerzmittelchen muss man da durch und ja. Und da steht nämlich auch schon, da hattest du zum ersten Mal in deinem Leben einen sehr, sehr guten, den du auch toll fandst, Torwarttrainer. Wie hieß der? Ich kann mir den Namen nicht merken und ich kenne ihn auch nicht. Gary Ehrmann. Wie? Gary Ehrmann. Und der war ja so einer, der hat dann wirklich gesagt, ich mache was ganz Tolles mit dir, zieh dir mal einen Sackschutz an, wir schießen jetzt von 2 Meter Entfernung aufs Tor. Ja, so ungefähr. Und hast du da nicht gesagt, nee, mach mal alleine? Stell du dich erstmal rein, dann mach ich nach. Nein, als Torwart muss man ja bekloppt sein, ne? Ja, oder? Da muss man schon durch und seine Schule ist halt eine harte Schule. Gerade wie du schon sagst, er ist so ein Typ, der schießt auch von 2 Metern mal voll drauf. Man muss als Torwart eigentlich nur Herz haben, ne? Und ein bisschen können, dann kommt man auch weit. Ich muss noch was zum Torwart sein fragen. Ja. Ist man eigentlich als Torwart verpflichtet, wenn der Gegner ein Tor geschossen hat, in dein Tor rein, den Ball selber wieder rauszuholen? Oder kann man auch sagen, pö? Du bist nicht verpflichtet. Nein, überhaupt. Der kann auch in dein Tor reinschießen und du kannst als Torwart auch einfach sagen, ja, hol ihn da raus. Ich habe ihn da nicht reingeschossen. Nein. Das kann man nicht machen. Aber wäre mal eine Idee gewesen, oder nicht? Ja, aber auf so eine Idee ist doch keiner gekommen. Hast du eigentlich als Torwart mal daran gedacht, dir ein bisschen Kleber auf die Handschuhe zu machen? Nein. Warum eigentlich nicht? Torwart-Handschuhe sind extra dafür gemacht, dass Grip drin ist. Aber noch mehr? Nee, brauchst du nicht. Damit man so mit einer Hand... Kannst du gar nicht mehr abwerfen. Und dann... Da wärst du ganz vorne dabei gewesen. Geht aber nicht. Oder den Fuß hoch und am Fuß, weißt du, einfach so. Und dann so abschütteln und geht. Nee, das geht. Ich wäre zu albern für Fußball, für Profifußball wäre ich, glaube ich, zu albern gewesen. Deine Frau, jetzt wo du anfängst, Wrestling zu machen, ne, die hat ja damals einen Fußballer, einen sehr erfolgreichen Torwart, quasi geheiratet. Was sagt ihr denn dazu, jetzt wo du mit Fußball aufgehört hast, dass du jetzt quasi dir was überlegt hast, was man denn mal machen kann und dann ausgerechnet da ist? Was sagt sie dazu? Das ist halt, nein, ich finde es okay. Sie sagt, das ist dein Ding, wo du nur Spaß hast. Ich war ja früher schon als Kind Wrestling-Fan, ne, wo du sagst, mit der Zeit Hulk Hogan in den 90ern. Ach, du hast ihn auch geguckt damals dann. Ja. Ich habe das immer weiter verfolgt und hat mich immer sehr interessiert. Und dann kam die Chance und habe ich gesagt, okay, warum nicht? Machen wir es mal, versuchen wir es mal. Und so kam das halt dann zustande. Und das heißt, deswegen, du hast es jetzt sehr viel geguckt, aber...
Ja, aber es ist ja auch ein Lernen, diese Show, das Show machen. Wie fängt man denn an zu üben, indem man nachts von der Bettkante oben ins Bett erstmal auf die Frau drauf springt? Oder wie macht man das? Sie springen auch mal vom Tau aber dann so runter. Du meinst jetzt so Fallübungen? Ja, so Fallen. Fallen bin ich ja schon mal. Aber Fallen kannst du ja. Ja. Ich habe ja nichts anderes gemacht als Fallen. Genau. Schätzungsweise 2-3 Millionen Mal auf den Boden gefallen, ne, in dem. Also du bist jetzt in Vorbereitung und man hat Bilder von dir gesehen, wo du so dick und aufgepumpt warst. Und ich habe deine Facebook-Seite durchforstet und da ging das los mit geiles Frühstück, 1 Kilo Bisonfleisch. Und dann lag 1 Kilo Bison auf dem Grill und das war dein Frühstück. Ja, war nicht ganz mein Frühstück. Ich habe das dann mal morgens früh gegrillt und versucht dann halt 1 Kilo Fleisch zu essen am Tag. Ach, durch, über den Tag verteilt? Genau. Ich dachte, du inhalierst das denn mal eben so weg, wisch dir den Mund ab und haust dir danach ein paar Eier in die Pfanne. Nein, ich esse dann so 300-400 Gramm. Ach doch. Dann 4 Stunden später wieder so viel und dann... Aber das ist ja noch menschlich. Also das ist ja so 1 Kilo Fleisch, geht schon. Ja, aber als du so sehr aufgepumpt warst, hattest du doch auch, hast du gerade gesagt, 3 Kilo jetzt abgenommen, aber davor musst du auch schon abgenommen. Nein, ich habe schon vorher auch schon abgenommen, weil ich jetzt mal das Definierte gehe. Vorher war halt, gut, ich habe mit 90 Kilo angefangen und mein höchstes war 130 Kilo. Dass du so eine Kontrolle über deinen Körper hast, das, also Geist, der Geist muss es ja machen. Was ist falsch in meinem Geist? Also warum funktioniert das? Wieso, willst du abnehmen oder was? Guck mal weg. Das geht ja nicht weg. Ja, aber ist ja auch das Alter, oder? Muss ich mal sagen. Ist das Alter? Er hat ja recht. Zum ersten Mal sagt es mal jemand. Naja, aber ich habe jetzt bei Frauen gesehen, die das wegsaugen und das will man auch nicht. Das ist nicht schön. Das Problem der Schilddrüse, kann ja alles sein. Nein, meine Schilddrüse ist super gut. Ja? Das kann sein, vielleicht ist es das. Ich habe nämlich Schilddrüse, so. Ja. Nein, das ist, man muss halt genau... Du nimmst dir das so vor und es klappt und das ist schon toll. Das ist ein bisschen dein Hobby, deinen Körper zu verändern. Das ist halt eiserne Disziplin, ne? Wenn man sich nicht dran hält, dann wenn man... Man sagt ja immer, abnehmen wäre leicht. Aber das Zunehmen, das ist noch viel schwerer. Ne? Wenn man sagt, man isst jetzt über 2-3 Monate 6000 Kalorien pro Tag. Ja. Das ist fast... Schlimm ist das. Nein, schlimm. Das musst du erstmal nicht mehr machen. Abnehmen und nichts essen. Können wir mal über die, wie soll ich das sagen, Spielregeln des Wrestlings. Also das ist jetzt mal so eine typische Figur, die quasi dann machen. Der hebt ja den da hoch. Ja. Also du musst ja Menschen werfen können. Ja. Das heißt, man darf gar nicht so bullig sein, sondern du musst wirklich Kraft haben, ne? Ja, es gibt ja von so, er ist ja schon bullig, ne? Ja. Er ist eigentlich auch noch gelenkig bei. Man muss am besten, wenn man sowas macht, nee, das ist eine gewisse Technik halt, die dabei ist. Ne? Der andere hilft ja auch ein bisschen mit. Und, da oben auch noch? Da kann er noch helfen? Nee, da nicht mehr. Nee, da beim nicht. Schwung. Beim Schwung, ja, der muss mit hochspringen. Genau. Und sag mal, was verdient man denn ungefähr beim Wrestling? Ist das was, wo man reich werden kann? Sind diese Jungs hier reich? Der ist sehr reich, glaube ich, ne? Ja. Der braucht sein Geld auch. Und die sind auch sehr reich. Also ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen drum machen. Und die verdienen schon unheimlich viel Geld. Also wir reden dann nicht über 1000 Euro für einen Kampf. Ich schätze mir eher hier um die 25 Millionen im Jahr. Im Jahr? Ja, glaube ich, pro Kampf 2 Millionen. Ja, der ist aber optisch, finde ich, einfach schon so ein Hingucker, ne? Ja, der hat hier so ein keine Ahnung, hat er irgendwie welche verklagt? Hat er 50 Millionen für bekommen, für so ein Sexvideo? Ja, was habe ich nicht verstanden. Was war das? Dann haben die sein Bild beim Sex... Ja, irgendwie so ein Video, genau. So ein Video, glaube ich, aufgenommen. Und dann hat er die verklagt, hat er 50 Millionen für bekommen. Was ist verboten in den Regeln? Wenn du dann von dem Seil runterspringst auf deinen Gegner, buff, rauf. Was darf man nicht machen beim Wrestling? Die Augen. In die Augen pieken. Ich glaube, so Haare reißen geht auch nicht. Weil ihr habt ja keinen. Und am Sack ziehen? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Eigentlich. Nee, das geht nicht. So in die Magenkuhle rein? Ne, das darf man alles. Brustwarzen kneifen und drehen? Ich glaube, das darf man auch. Darf man auch? Ich glaube, das darf man, ja. Und könntest du jetzt hier oben dich draufstellen und wenn ich mich unten hinlegen würde, ne? Bist du platt. Bist du platt. Aber die Kunst. Wrestling, wer das kann, ist der kann auf mich raufspringen. Ja, aber gut, du kriegst immer noch was ab. Und das, ach doch, das, ne? Ja, nicht. Oder wollen wir das mal? Nee, wollen wir natürlich nicht. Ich glaube nicht, besser nicht. Wie denn lassen wir es? Obwohl, Shanti, könnte nicht einer von euch sich da unten... Nein, der Fitteste. The Survival of the Fittest. Nein? Dann finden wir keinen. Achso, ja gut, dann nicht. Musst du Englisch sprechen? Ja gut, im Ring jetzt muss man schon ein bisschen Englisch sprechen, aber jetzt in Deutschland, ich kämpfe ja erstmal in Deutschland, wenn es soweit ist, dann
Natürlich auf Deutsch, für deutsches Publikum. Muss man nicht einfach immer nur Fuck you sagen oder sowas? Nee, ich glaube, das darf man gar nicht. Ach, das darf man? Nee, das darf man nicht. Man darf weder einen Sack ziehen, noch darf man beleidigen. Genau, ne. Asshole oder so darf man nicht sagen. Ich dachte, hat nicht Hulk Hogan immer voll provoziert mit Worten doch? Ja, ja, klar, kann man ja. Aber nur nicht so, so fiese. Fuck you darf man nicht. Was sagt man denn? Blödmann! Du gemeiner Hund! Son of a Devil! Was sagt ja, man irgendwas, irgendwas sagt man da schon. Das musst du ja auch üben. Ja. Man muss doch echt auch ein bisschen Schauspieler sein dann. Hast du wirklich Modellfliegen gemacht vor ein paar Jahren? Ich, genau. Aber ich. Nicht normales Modellfliegen? Nee, ich mir so Turbinenjets und sowas. Ein Tim Wiese kauft sich Turbinenjets. Ja. Der macht nicht so ein bisschen mit so einer blöden Drohne rum. Nee, da fliegt man immer so 400 und so. Das ist schon, man fliegt 400? Also der Jet ist halt immer so von hier ja. bis zum Tischende. Also das so groß? Ja. Wie Spannweite. Also 2,5 Meter. Ja, lang. Von der Länge. Spannweite 4 Meter. Und ja, und so und Breite das als Flieger plus ja, Flügel. Genau, Breite so. Musstest du den hoch, also fliegen, mhm. aber man musste den auch zünden, starten. Ja, ja, genau. Also der war nicht mal mit dem Stick. Ja, das ist halt so, wie so ein richtiger Jet, nur halt im Kleinformat. Und wenn der gegen die Hauswand prallte? Ja, dann ist ein Flammeninferno. Wirklich? Ja, ist ja alles mit Kerosin und alles. Was? Da ist Kerosin drin? Turbine läuft mit Kerosin. Also dir hätte ich was erzählt, wenn der gegen mein Haus geflogen wäre. Nein, du bist ja auf Flugplätzen, wo weit und breit kein Aber kein wenn Haus der steht. Dir durchgeht? Aber wenn der dann schaltet man aus und dann geht's runter. So, und dann geht ist er kaputt. Ja. Und dann? Das sind 20.000 Euro im Markt. Oh. Ja. Unsere Fußballer wirklich, wenn sie gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem fucking Geld noch anfangen sollen. Das Reihenhaus ist gekauft, das Kind ist gezeugt, alles ist gut. Dann holt man sich, glaube ich, ein mit Kerosin gefülltes Modellflugzeug. Wir sammeln gleich Bierdeckel ein, Tim. Das heißt, das Publikum darf dir Fragen stellen. Okay. Aber das sind richtig harte Fragen dann. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber dazu müssen wir uns jetzt hier rauf. Irgendwie kriegen wir das, glaube ich, hin. Boah, ich glaube, da reißt meine Hose. Oh Gott. Oh. Oh. So, sehr gut. Das war gut. Hallo. Ich bin gelenkig, du, mein Gott. Ja, ich bin sehr gelenkig. Ich kann, das nicht, man reißt die Hose hier. Ach, ist es so? Ja. Ich habe dich ja gefragt, was du singen möchtest und du hast mehrere Vorschläge. Also singen kann ich gar nicht. Mehrere das Vorschläge gemacht, keiner Schätz. Super singen. Kleiner Schätz. Du hast natürlich gesagt, ich komme gerne, aber ich kann nicht singen. Und dann habe ich gesagt, na gut, es gibt sowieso eine Band, die ich, glaube ich, noch lieber höre, als dass ich dich singen oder mich singen okay. höre. Okay. Und dieses Lied höre ich jetzt schon seit ein paar Wochen und ich bin sehr, sehr verliebt. Bitte begrüßen mit mir die Band Faber! Meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Wenn du merkst, dass dich niemand versteht, wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein. Und mit dem Rücken zur Wand hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt. Schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es.
weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Am liebsten mit dir aus, kennst dich mit dir am besten aus, wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du umgehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Oh, wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du umgehörst. Wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden wirst, weißt du, wo du hingehörst, wenn du ganz alleine wirst, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Alles Gute, alles Gute. Wahnsinn. Und der Sänger ist 23. Ja. Du bist 10 Jahre älter und ich bin dann noch mal 20 mehr als du. Und trotzdem hört man das gerne. Das war ja früher gar nicht denkbar. Da war ja, gab es ja mal Elternmusik und Kindermusik. Wird immer alles jünger. Ja, alles wird jünger. Ja. Nur wir nicht. Können wir dir Bierdeckel, können wir die, ach, du hast schon, oh, das sind aber viele. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das ist zu viel. Soll ich von oben anfangen? Ja, fang mal an. Stellst du dich dem? Bist du ich bereit? Ich schau mal, ja, genau. Kannst du Sonnenbank von der Steuer absetzen? Natürlich nicht. Ist gar nicht so braun. Habt ihr nicht auch gedacht, Tim Wiese ist brauner? Ich hab gedacht, du wärst so richtig. Ach, ich bin doch nicht so. So Dieter Bohlen-braun. Ja, ich bin von Geburt an schon ein bisschen gebräunt. Also. Du bist ja auch ein dunkler Typ. Ja. Färbst du eigentlich? Tönen. Wie heißt das? Sonst bin ich ja so Straßenköterblond. Ja, das will man auch nicht. Nee. Irgendwas muss schon richtig sein. Hast du auch recht. Wen würdest du lieber mal durch den Ring schmeißen? Oliver Kahn oder Jens Lehmann? Jens Lehmann. Lieber als Kahn. Kahn ist ein, mit dem kannst du ganz gut. Mit dem konnte ich gut, ja. Vermisst du manchmal das Fußballspielen? Am Anfang ja. So ein paar Monate hat man sich schon mal so auf der Couch, wenn man dann Fußball geschaut hat und gedacht, ja, jetzt normal warst du da immer da. Und dann blutet das Herz. Ja, am Anfang schon. Aber mit 31 muss man ja sagen, warst du ja fertig mit deiner Karriere in dem Sinne, ja, und konntest sagen, was mache ich jetzt mal? Da, wo die Shanties jetzt sind, warst du dann quasi auch schon. Und hast also Shanty-Chöre sind, glaube ich, eine gute Ablenkung. Ja. Das könntest du vielleicht mal ja, einmal probieren. Bist du durch dein Wrestling-Training jetzt besonders gut beim Schleudersex? Das hat jemand mein Wort geklaut. Was ist denn Schleudersex? Schleudersex ist so Akrobatensex, was man als Frau nicht möchte. Weißt du, so mit Beine hoch und rum und nochmal rum und wieder. Weißt ich glaub, du, bin ich auch so Akrobatensex. Da bin ich glaube ich, auch viel zu schwer für. Ja, oder? Du bist ja eigentlich, kannst du gar, bist du ja auch nicht schleudern. Nee. Du bist eigentlich auch gemütlich, nicht die ganze Masse noch so hin und her. Genau. Du bist so einer, der sagt bestimmt, jetzt setz dich drauf. Kann gerade nicht, mein Knie, ich kann gerade nicht, mein Knie. Bekommst du auch Schauspielunterricht fürs Wrestling? Müsste man doch eigentlich. Nee, bekomme ich nicht, weil das liegt mir im Blut. Dass du es kannst? Ich bin so gespannt. Wenn ich dir das nicht abnehme, dann rufe ich dich an. Nein, kannst du schauen. Ich lade dich ein. Kannst du bitte mal Hamburg meine Perle singen? Hamburg, meine Perle,
du wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause, du bist mein Leben. Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Juhu! Ein schönes Lied. Das Lied ist, man muss immer weinen. Ich konnte irgendwann nicht mehr dahin. Nee, aber ich fand das, wenn das ganze Stadion noch singt, dann in Hamburg schon. Wer von euch beiden, oh Gott, kann seine Brüste besser zucken lassen? Also ich nicht. Kannst du nicht? Nee, da ist sehr viel, also ich übe das ja auch heimlich vom Spiegel. Oh, du kannst wirklich Busenballett. Bisschen. Aber auch darf ihn, nee, man darf ihn nicht einfach so drauf fassen, ne? Ja, du kannst ruhig fassen, das ist ganz schön. Na, 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 na. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt musst du aber nachlegen. Kannst du es nicht, oder was? Nee, das kann ich natürlich nicht. Trainierst du nicht ein bisschen? Hm? Doch, aber da ist doch erst ganz viel Fett und dann kommt ein Muskel. Okay. Und bis die erstmal vom Bauchnabel so ein bisschen nach oben. Okay. Also, das ist so, da muss man auch mal so nachhelfen. Ja. Hast du Angst vor Lederhaut? Kriege ich nicht. Nee, das ist auch gar nicht so, aber du bist auch 34, ne? 34, Botox reicht also. Ganz weich, stimmt. Willst du Botox reinmachen? Ja, wenn es gar nicht mehr geht, muss man... Nee, du bist so ein Selbstoptimierer, glaube ich. Ja, was sollen wir denn sagen? Der schaut immer Dieter Bohlen an. Ja, aber das... Nein, der ist auf einmal total verändert jetzt. Aber du findest doch Dieter Bohlen jetzt nicht hübsch, nachdem der sein Gesicht operiert hat. Findest du es gut? Nein, das machst du nicht, Tim. Tim, das machst du nicht. Nee, dann lieber... Ja, aber er war schon sehr faltig, also das ist... Ja, aber das sah nicht... Besser an. Aber es sah sieht jetzt ansehnlicher aus als vorher, nee. Sagen wir so. Sterben wegen dir die Bisons aus. Weil du so viel Bisonfleisch isst. Wer isst denn eigentlich Bisonfleisch? Ich kenne nur Bisonratten. Bisonratten gibt's auch, aber die esse ich natürlich nicht. Nee, Bisonfleisch ist von der Qualität sehr gut. Und deswegen esse ich's. Bleiben in deinen Haaren manchmal Vögel und Insekten kleben? Das ist ganz lustig, antworten wir nicht drauf. Hast du immer Euro, oder? Selbstbräuner to go auf Tasche? Selbstbräuner? Was ist das nochmal? Nee, brauchst du auch nicht. Ich nehme das manchmal. Ach, so ein Spray ist das. Aber ne? Nur wenn ich im Hotel bin, weil das Bett so voll saut. Okay. Tim, wir schaffen es nicht und wir holen jetzt unseren nächsten Gast rein. Ja. Freust du dich auf den? Ja. Hast du den schon gesehen hinten? Gerade schon gesehen. Verrat es nicht. Komm, Jungs. Juhu! Sports genannt. Er entwickelt jetzt oder entwirft jetzt Golfmode. Ich frage mich, hoppla, wie konnte das passieren? Bitte begrüßt mit mir die quicklebendige Legende des deutschen Handballs. Hier ist Stefan Kratzschmar! Juhu! Wir sind so am Singen und Machen und man muss so hier reinkommen und erstmal. Ihr seid auch so ein bisschen aufgedreht jetzt schon. Ach komm! Schon ein bisschen Hacke. Was? Wisi und ich sind jetzt Buddies und jetzt kommst du dazu. Wir also alle los. Drei sind gleich Buddies. Was trinkst du? Bier. Ich nehme schon mal deine Hand. Hast du lange draußen gestanden? Eine Weile. Seit wann bist du denn braunhaarig? Natur. Besser als das Blonde. Naja, sagen das alle? Im Alter ist man schmerzempfindlich. Und die Färberei, die ist extrem schmerzhaft. Es war immer blond und jetzt ist es halt Natur. Schmerzhaft? Denn habt ihr es so hochprozentig angerührt? Im Osten? Im Osten haben wir ja. Da tut das noch weh. Wie fühlst du dich, wenn du in so eine Kneipe kommst? Weil deine Eltern hatten ja auch eine Kneipe. Ich fühle mich generell wohl in der Kneipe. Egal ob Eltern oder nicht. Ohne Eltern, mit Eltern. Am liebsten war ich ohne Eltern in der Kneipe. Natürlich. Aber du hast ja selber auch am Zapfhahn gestanden. Was passiert dann? Da kommen jetzt gleich drei nackte Frauen rein.
mich ganz wohl in so einem Macho-Abend, muss ich sagen. Ich glaube, ich wirke heute auch wahnsinnig schmal. Schmaler als jemals zuvor. Das machen wir jetzt immer so. Du, bist du auch noch, also machst du tätowiert? Auch? Ja, nein. Offensichtlich. Habe ich gerade draußen noch alles bist gemacht. Du auch tätowiert? Nö. Stefan, hast du Tattoos? Nein. Musste so lange warten draußen, war ich noch kurz in St. Pauli. Ach du spinnst, du hast gar nicht gesehen. Wobei, das ist ganz lustig, weil du doch selber gesagt hast, kleine Tattoos sind scheiße, Tattoos müssen immer groß sein, du hast ja voll viel klein. Viele kleine sind dann wieder ein großes. Okay, dann verstehe ich. Bist du tätowiert? Ja, nein. Sag doch mal, was du trinkst, haben wir schon gesagt, ein Bier. Ja, bitte. Gar nicht so ein neues Frauengetränk haben. Und da ist deins. Ach, hier ist meins. Deine Mutter war ja auch Handball-Nationalspielerin in der DDR damals. Und dein Vater hat sie trainiert, sie haben sich kennengelernt, hatten Sex und du bist geboren worden. Ja, das ist so in etwa gut zusammengefasst. Haben wir das war noch ein bisschen was dazwischen. Haben wir das ja schon mal gehabt. Hast du deine Eltern mal beim Sex überrascht? Du? Ja. Ich glaube, meine Eltern hatten keinen Sex mehr, nachdem ich geboren wurde. Weil sie dachten, warum sollen wir jetzt noch weiter rumvögeln? Wir haben ja ein wunderschönes Kind gezeugt. Wir haben vorher schon drei bekommen und dachten immer, da geht noch was. Und dann kamen sie und dann haben sie gedacht... Also bist du ein Einzelkind? Nein, wir sind fünf Kinder zu Hause. Na bitte. Das Gegenteil vom Einzelkind. So. Aber ich gehe doch nicht nachts ins Schlafzimmer. Ich bin ins Wohnzimmer gekommen. Ach so. Ich glaube, meine Eltern hatten keinen Sex im Wohnzimmer. Doch, meine Eltern leider schon. Ich war 12, als ich das gesehen habe. Willst du nicht sehen? Ich glaube, es hätte mich auch irritiert. Ja, aber das Schlimme war, danach kam mein Vater ins Kinderzimmer, weil ich dann wieder ins Kinderzimmer lief und sagte, mein Junge, die Mutti ist krank. Jetzt erzählst du einen Scheiß. Das ist wirklich wahr. Nee, das ist wirklich wahr. Die Mutti ist krank und ich habe sie jetzt geheilt. Und der dachte wirklich, ich habe davon noch keine Ahnung. Und wie alt warst du denn? 12. Und mit 15, ja, mit 15 hattest du ja dann selber deinen ersten Sex. Naja, eben. Weil, musste dieses Trauma verarbeiten. Weil du relativ im Zoo schnell. Hast du Löwen gesehen, die Sex hatten. Auch wieder mit meinen Eltern. Ja, du ja. Bist mit deinen Eltern in den Zoo und hast gedacht, die machen da irgendwas. Naja, das Schönes. War, ja, ja. Was wäre denn passiert, wenn du Pinguine und nicht Löwen gesehen hättest? Wahrscheinlich hätte ich das erste Mal Sex im Frack gehabt. Ohne Arm. Ja, Arme nach hinten. Wäre gefährlich geworden. Nein, ich war mit meinen Eltern im Zoo. Und da war ich aber allerdings erst 6. Da wusste ich wirklich noch nicht, was da läuft. Und dann begattete halt der Löwe die Löwin. Und ich rannte zu meinen Eltern, warf mich auf den Boden, machte 5 Liegestütze und schrie meine Eltern an, guck mal, Papa, so hat's der Löwe gerade gemacht. Und mein Vater nur so, komm hoch, so peinlich berührt, komm bitte sofort hoch. Wir haben es alle gesehen. Das war meine, sagen wir mal, erste Erfahrung mit Sex. Ich hab's beim Löwen gesehen, hab mir eine Menge abgeschaut. Und machst du es bis heute noch so? Wie der Löwe? 50 Mal. Nicht ganz so laut. Liegestütze. Ich mach tatsächlich vor jedem Duschen 50 Liegestütze. Das ist mein Fitnessprogramm. Hat aber nichts mit Sex zu tun. Nee. Könnte man aber ja verbinden. Nee. Nicht? Nein. Leg dich, Doreen, leg dich mal hin. Ich will duschen. Davor oder danach? Nein, nee. Gut, also ist okay. Komm, ja. Nein, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, mach das mal. Aber netter Einwurf. Darf ich mit dir ein bisschen chronologisch vorgehen und versuchen, dich so viel wie es geht ausreden zu lassen? Die Chronologie war ja bisher hervorragend. Ich finde doch auch, oder? Ja. Sex, eigener Sex, wir sind jetzt bei deinem 15-Jährigen. Okay. Aber weil deine Eltern beide sehr handballerig waren, war für dich immer schon klar, dass du auch Handballer wirst, ne? Obwohl sie mich nicht gezwungen haben. Also, das hat mich von Anfang an so fasziniert, dieser Sport. Meine Mama war ja wirklich die beste Spielerin der Welt zu der Zeit. Also habe ich jetzt selber nicht so der mitgekriegt. Welt? Der Welt? Ich dachte, der DDR. Das war ja die Welt. Na ja, gut. War ja zu der Zeit gleichbedeutend. Der einzig ernsthafte Gegner war ja Russland. Ja, und die war nicht so gut. Und dann war es die Welt. Also, ja. Und da war sie wirklich die beste Spielerin. Und ich bin oft mit in die Halle gegangen. Klar, Papa war ja Trainer. Und dann meldete mich Papa irgendwann zufälligerweise zum Handball an in der Schulsportgemeinschaft. Und das fand ich gut. Ich fand das sehr... Sehr gut. Und später hat dann auch niemand gesagt, du musst jetzt beim Handball bleiben, wenn ich mich für etwas anderes
entscheiden hätte wollen. Also es gab keinen Druck. Wenn Papa dich zum Fußball gebracht hätte, hätte es mit Fußball genauso funktionieren können? Eine Tim Wiese-Antwort wäre wahrscheinlich, na sicher hätte ich das geschafft mit Fußball. Aber nee, ich hab darüber auch nicht nachgedacht, über die Alternative. Du warst 16 und bist nach Berlin gezogen. Sie war 31. Und sie war 31. Gab es so eine Geschichte? Nein, sie war ja 15. Nein, du warst 15. Wie alt auch immer sie war, egal. Aber du hast 51 Liegestütz gemacht und damit war die Defloration geschehen. Du warst aber 16, die Mauer fiel. Du hast Begrüßungsgeld gekriegt. Wie viel waren das nochmal? 100? 100 Mark. Mark. Hm? Was hast du hier gekauft? Eine Witboy Jeans und eine Witboy Jacke. Ich kenne Witboy gar nicht. War das eine Marke? Klar, total cool damals. Also für uns Ossis. Ach so, war das noch eine Ossi-Marke? Nein. Erstes Mal drüben 100 Mark Begrüßungsgeld abgeholt. Nur einmal, also nicht beschissen, nicht die Seite aus dem Ausweis rausgerissen und nochmal Begrüßungsgeld abgeholt, sondern wirklich nur einmal. Und da gab es damals am Kudamm dann diese super Angebote, Jacke und Hose zusammen für 99 Mark, zufälligerweise. Und dann habe ich noch ein Duschbad geklaut. Das war mein erster Ostbesuch, Westbesuch, bin dann sofort wieder rüber. Was für ein Duschbad war es? Dusch das. Roch gut? Noir, Moschus. Löwe hatten sie nicht. Hey, du bist dann mit 16 aber auch in die Bundesliga. Da war Gummersbach, ne? Als erstes. Ich habe schon für Berlin ein Jahr Bundesliga gespielt. Wir stiegen dann ab, noch ein Jahr zweite Liga und dann bin ich nach Gummersbach tatsächlich gegangen. Es gab zwei Vereine, für die ich immer spielen wollte, die meine Traumvereine waren. Das war der VfL Gummersbach und der SC Magdeburg. Weil das waren die beiden traditionsreichsten Vereine und erfolgreichsten Vereine. Mhm. Natürlich wusste ich nicht, wo ich da hinziehe, wenn ich nach Gummersbach ziehe. Wenn man aus Berlin kommt, ist es nicht ganz einfach. Ja. Aber gut. Du hast ja gesagt, wer in den 90ern beim Handball nicht getrunken und geraucht hat, war auch irgendwie nicht ganz dicht. Nee, der hatte keine Chance. Ja, der kann schon. Das waren die 90er, ja. Aber war nicht Rauchen die Hölle, wenn man Leistungssport macht und jetzt pass mal so auf. Rennen muss? Es gibt wissenschaftliche Studien aus der DDR. Da sehe ich die Gesichter jetzt ja gerade. Na klar, DDR. Warum überrascht mich das jetzt nicht, diese Gesichter? Die bewiesen haben oder die herausgefunden haben, dass bis zu deinem 38. Lebensjahr Rauchen sich nicht auf deine Kondition auswirkt. Es gibt aber auch wissenschaftliche Studien aus der DDR, die festgestellt haben, dass du nur 1,70 groß wirst und zu klein für Handball bist und du wurdest dann 1,90. Was sagst du denn dazu? Da darf man doch jetzt drüber lachen. So bitte, das Gelächter hält sich. Aber die Antwort war nicht schlecht. Hey, war nicht so schlecht. Das war gut. Ja, ich fand auch. Wir springen jetzt noch mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Okay, warte. Und zwar ungefähr, du warst 16 und warst in der Bundesliga, warst in Gummersbach. Und dann hieß es immer, mein Gott, der Stefan Kretschmer, der legt noch mal so eine halbe Stunde extra ein. Der Stefan Kretschmer. Das war früher noch. Alle gehen schon duschen, nur der Kretsche, der macht noch eine halbe Stunde weiter. Warum? Es war mit 15, ich war bei Dynamo Berlin, ich kam gerade auf die Sportschule. Und da war echt, ja, Jahre später gab es dann so Trainer, die sich zu Wort meldeten und dann irgendwie das Erfolgsgeheimnis oder das Geheimnis des Erfolges von Stefan Kretschmer ergründeten. Und dann war mein Juniorentrainer und der gab ein Interview und sagte, das war mir völlig klar, dass Kretschmer erfolgreich wird, weil wirklich, nachdem die Mannschaft schon duschen war, Kretsche, der hat noch extra Einheiten geschrubbt, der war noch eine halbe Stunde länger in der Halle und hat jeden Tag mehr trainiert. Es gab einen Grund dafür, warum ich eine halbe Stunde länger in der Halle war, jedes Mal, weil ich damals keine Haare am Sack hatte und mit den Jungs nicht duschen wollte. Also das war mir wirklich peinlich, natürlich. Hast du denn keine Haare am Sack? Weil ich alle hatten schon Haare am Sack. Weil ich laut einer, Mann. Nein, weil ich laut einer DDR-Studie... 3 Jahre biologisch zurückentwickelt war.
Warum denn? Keine Ahnung. Heute nennt man das Spätzünder. Ich springe jetzt wieder ein wenig. Pass auf, nicht, dass dir schlecht wird, Kretsche. Kann ich eigentlich sagen Wisi und Kretschi? Weil du wurdest immer Kretschi genannt, ne? Kretschi oder Kretsche? Nee, Kretschi. Na, Kretschi ist jetzt aber, wo ich 15 war. Also danach dann Kretsche. Danach war es schon seriös. Als die Haare kamen, wurde aus Kretschi Kretsche. Aber wie schön, ne? Dass das funktioniert hat. Das ist ganz schön. Ja, Kretsche passt auch besser. Wiese und Kretsche, würde man sagen. Aber ich finde Wisi so schön. Ja, Wisi habe ich auch noch nie gehört. Hat noch nie einer Wisi gesagt. Wisi! Aus Kretsche und Wiese wird Krise, ne? Im Bahnhof. Aber dann wird ihr doch das super Wrestling-Paar. Ja. Welchen Style findet ihr eigentlich geiler? Den Fußball-Style, so wie die angezogen sind, oder so den Handball-Style? So, wer hat den besseren Style? Wie geht denn der Satz weiter? Wer hat den besseren Style? Fußballer, so wie die angezogen sind, und Handballer, wie? Wie sie so, sich so geben. Weil wie man sie sagt, sich so ja, gehen lassen. Die Handballer haben sich ja selber Hashtag Bad Boys jetzt zu der WM und zu der Olympia-Dings und so genannt. Mhm. Würdest du das unterstreichen? Nein. Also, nein. Aber es ist ja endlich wieder ein bisschen was los. Wenn du es mal heute vergleichst, Handball, ich rede jetzt nur ganz kurz, ich höre gleich auf. Ja, ja. Wenn du jetzt heute mal vergleichst, ich muss ja auch ein bisschen was in den Ring werfen. Ich behalte die Frage mal im Hinterkopf. Wenn du heute vergleichst, die Fußballjungs, die Nutella-Jungs und die Handballer, die jetzt gerade da sind, ist doch endlich mal wieder, da sind doch mal wieder Haare am Sack. Ja, Handballer, genau. Ja, oder nicht? Natürlich. Die Fußballer sind ja nun wirklich so dressiert, die jungen, neuen, kleinen und kleinen Fußballer. Die sind jetzt so, die dürfen ja gar nichts mehr sagen, gar nichts mehr machen. Da geht es ja nur noch darum, aus sich selber eine Marke zu machen, indem man die Haare möglichst gut hat und eine tolle Modelfreundin hat. Und im Handball habe ich gerade das Gefühl, kommen wir jetzt so ein bisschen an, dass die... So, wann ist denn der Satz zu Ende? Ich muss noch was sagen. Okay. Ich will ja nun zur Diskussion. Ich mache eine Diskussionsanregung. In Handball habe ich ein bisschen das Gefühl. Dauert ja länger. Du Arschloch. Naja. So, damit können wir doch wieder arbeiten als Handballer. Ehrlich, ich versuche, ein wenig Schwung in die Runde zu bringen, was ich eigentlich nicht muss, weil du machst ja genug Schwung. Also ich sag dir, die Mannschaft da draußen sind mehr Bad Boys als unsere Handballnationalmannschaft. Wirklich? Wahrscheinlich würden sie schlechter Handball spielen. Warum wirst du nicht Trainer von den Jungs? Warum wirst du nicht Trainer? Ich würde mir das so wünschen. Weil es wieder ein Verlust der Lebensqualität wäre. Guck mal, wenn du 16 Jahre Profisportler bist, ja, und bist 16 Jahre fremdbestimmt, weil wir sind ja in einem Gewerbe groß geworden, wo du jeden Monat einen Trainingsplan bekommst und hast dich nur danach zu richten und bist eigentlich überhaupt nicht in der Lage, irgendwann mal selbst für dich und dein Leben einen Plan zu machen, weil du dich nur danach richtest, was sagt der Verein, was sagt die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und dann kommst du jetzt in eine Situation, wo du alt genug bist, wo du endlich mal frei bist und über dich selbst entscheiden kannst. In dem Moment, wo du wieder Trainer wirst, bist du wieder in diesem Teufelskreis drin und musst dich wieder... Wenn du Trainer wirst, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wenn du Trainer... Muss ich doch dafür nicht entschuldigen. Doch, ich entschuldige mich ab jetzt. Immer, wenn ich etwas sage. Entschuldigung, ich sage etwas. Aber wenn du Trainer wirst, bist du doch der bestimmt. Dann bist du doch nicht der in einen Teufelskreis. Und der muss wieder, da kannst du doch bestimmen und sagen, Training morgen Nachmittag um 3. Ja, und kann ich sagen, wir haben jetzt mal 2 Wochen frei? Ja, nee. Du bist der Trainer. Ja, aber entschuldige mal, wenn da ein Punktspiel dazwischen ist, kann ich nicht sagen, wir haben 2 Wochen frei. Nee, das kannst du nicht sagen, da musst du hin. Ja, eben. Aber dann sagst du, wir sehen uns nächste Woche zum Punktspiel und seid pünktlich. Das wäre mal eine neue Herangehensweise. Und nach dem Spiel sagst du so, und jetzt alle umziehen und dann im Puff. Du kannst machen, was du willst. Du das war sagen, früher. Das ist heute nicht mehr so. Du kannst sagen und machen, was du willst. Ja, aber dann würde ich ja alles dem Erfolg unterordnen. Und das heißt natürlich jeden Tag harte Arbeit. Es ist erfolgreich sein, das stimmt natürlich. Naja gut, mit 2 Wochen Pause bist du nicht erfolgreich. Aber du bist 43, was willst du denn jetzt schon Rentner sein? Ich bin doch gar kein Rentner. Ich mache doch ganz viele andere schöne Sachen. Was du denn? Naja, dies und das. Ja, was denn? Golfmode. Dies Golfmode entwerfen. Das ist voll... Wie, was ist denn das voll? Wie geht denn der Satz jetzt wieder weiter? Also manche Sätze formulierst du bis zum geht nicht mehr und bei manchen Sätzen brichst du an der entscheidenden Stelle ab. Ja, weil du genau weißt, nach DDR-Untersuchungen, wie es weitergegangen wäre. Nach DDR-Untersuchungen, Thema Golf, das kann doch gar nicht sein. Nee, aber spielst du denn schon Golf oder was? Oder habe ich noch Sex? Nee, habe ich nicht. Der kommt von dir jetzt gerade. Nein, aber das aber man kann natürlich Vorurteil sagen, der Tiger Woods ja für uns alle beseitigt, für aber, uns Golfspieler. Aber, ja, okay. Man weiß aber ja nicht... Was weißt du denn wenn nicht? Wenn ich den Namen Woods höre, denke ich auch mal, ja,
Klein? Ich weiß nicht. Schniedelwutz? Ja, jetzt! So. Schniedelwutz, genau. Entschuldigung. Gab es diese Verletzung wirklich, wo jemand dir mit der Elle reingelaufen ist ins Gesicht und dir das ganze Jochbein weggedrückt hat und dein halbes Gesicht war weg? Ja. Hast du geweint? Das habe ich, hab ich ja nicht gemerkt. Also ich bin echt in eine Schulter eines Gegenspielers reingelaufen. So, wie man halt so in die Schulter reinläuft im normalen Leben, reinläuft. Und dann bin ich umgefallen, bin umgekippt und lag am Boden und hab dann so die Augen aufgemacht. Und dann war so meine Ärztin über mir, mein Physiotherapeut. Und da ging so zum ersten Mal bei mir die Lampen an, als die so irgendwie und mit so offenem Mund über mir waren. So? Und dann haben die gesagt, okay, Kretsche, wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Irgendwann ist jetzt hier los. Und dann habe ich zu denen gesagt, pass mal auf, ich muss vorher noch duschen. Ich kann ja so nicht ins Krankenhaus. Was soll denn jetzt aber hier? Natürlich sahen die schon, dass dir die ganze linke Gesichtshälfte fehlte, wenn du sagtest, ich möchte noch duschen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt duschen. Okay, dann haben die irgendwann nach 5 Minuten gesagt, okay, dann geh jetzt duschen. Und dann komme ich in diesen Duschraum, will mich duschen und guck so in den Spiegel und denke so, dass jetzt so ein verzerrter Spiegel ist, wie er so auf der Kirmes hin und wieder so auftaucht, weil original die Gesichtshälfte war weg. Da war ein riesen Loch, die gab's nicht mehr. Also mein ganzer Knochen hier, der war nicht mehr da. Darf ich mal gucken? Ja. Und dann bin ich umgefallen und dann bin ich erst wieder im Krankenhaus aufgewacht. Weil die wirklich schlecht wurde vor Ekel, weil du dachtest, was ist das denn? Oh Gott, mein Gesicht. Weil ich gemerkt habe, es ist kein verzerrter Spiegel. Ja, ja. Also naja, ich dachte, du wärst vielleicht ist wirklich schlecht. Aber es ist ganz schön geworden. Applaus für die Ärzte damals in Magdeburg. Ich würde gerne mit euch, dass wir uns hier raufsetzen. Okay. Und dass wir dann Musik hören, weil ich mich so freue. Ich habe heute so tolle Musik eingeladen. Ja. Wollen wir eine Choreografie machen? Wie findet ihr das? Schlag die Choreografie mal vor. Okay, wir setzen uns alle hier so hin. Geil, jetzt. Das ist schon mal geil. Mach doch schon mal nach. Du kennst das Spiel schon wie sie. Wir machen einen leichten Trommelwirbel. Und 3, 2, 1, so! Hallo, hat alles geklappt, ne? Ich freue mich so auf unsere nächste Band, die kommt. Sie spielen ein sehr, sehr schönes Lied. Zum Glück, weil der Kretsche eben kein Ballermann-Song singt, können wir dieses wunderschöne Lied hören. Bitte begrüßen mit mir Louis and Lee. Juhu! So nice! There is a light. Das wäre was, wenn wir drei jetzt hier so dreistimmig so den Song performt hätten, ne? Ja. Hätte euch gut gestanden. In Kombination mit euren Spitznamen, Kretschi und Wisi. Wir hätten so einen dreistimmigen Gesang hier gemacht. Darf ich noch über ein Thema sprechen? Ich glaube, dass ihr das doof findet. Aber über Tattoos an sich. Ich habe ja noch nichts über Franzi von Almse gesagt, die ich ja sehr, sehr schätze. Und man sich fragt, warum sind die denn nicht zusammengeblieben? Also du und sie, ne? Aber du hast ja hinten auf deine Wade ein Bild, und tausendmal bist du gefragt worden, ein Bild, ein Abbild, eine Göttin, eine Madonna aus Franzi quasi gemacht. Ist die noch da? So wie sie ist? Ich dachte, du hättest dir vielleicht eine Burka schon drüber tätowiert. Wäre eine Idee gewesen. Die bessere Idee wäre gewesen, so einen Bart dran zu machen, wie Heiner Brandt. Ja, so irgendein Gag. Ich glaube, Franzi hätte das verstanden. Du hast sie ganz normal noch da, tatsächlich. Weil sie zu deinem Leben gehört. War ja auch eine großartige Zeit. Ja. Großartige 4 Jahre. Kretschi. Ich höre ja auf. Kretschi, wie viele Punkte hast du in Flensburg? 7. Wirklich? Und du? 4. Gerade noch mal nachgefragt. So eine Mahnung bekommen. Bei 4 kriegt man nur noch keine Mahnung. Doch, da kriegt man so einen Hinweis, dass man Punkte abbauen könnte. Ja, ja, aber da muss man zum Test. Ich habe die auch, kriegt das ständig. Das ist aber dann schon muss krass. Man aber wohin gehen. Ich meine, Tim Wiese hat 4 Punkte und ich habe 7 und ich fahre im normalen Leben das Modellauto von Tim Wiese. Ja, ja. Stimmt das Klischee, dass ostdeutsche Männer die besseren Liebhaber sind? Ja. Also. Was ist das fieseste Foul beim Handball? Brustwarzen umdrehen und in die Eier greifen. Also doch, siehst du, da haben wir es doch. Sackziehen. Am Sackziehen. Ja. Aber da muss man, ich meine, das muss man sich ja auch trauen. Ich stelle mir immer vor, mir will einer was und dann müsste ich so von hinten so am Sack ziehen. Ich hätte da so. Aber bei dir wäre es aber auch schwer jetzt. Nein, ja. Aber Brustwarzen umdrehen wird schon gehen. Ja.
Stell dir das im Frauenhand einmal vor. Meinst du, die drehen sich da auch die Brustwarzen um? Glaube ich auch. Also es gibt ja so Nationen, gerade so auf dem Balkan, die machen das gerne. Also wenn du Europapokalspieler hast, in Skopje oder Zagreb oder Belgrad, also da ist es schon sehr heftig, muss man ehrlich sagen. Wobei, die machen es ja immer nur dann, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht. Also die haben es ja professionalisiert. Genauso das wie, muss man können. Genauso wie Fußballer zum Beispiel sich 50 Mal abrollen können und wo man als Fernsehzuschauer denkt, hier liegt ein Schienbein oder mindestens ein Wadenbeinbruch vor. Gleich wird er ins Krankenhaus gefahren. Und Wunderheilung, 3 Sekunden später steht der Spieler auf, läuft wieder und wir alle sind erleichtert am Fernseher. Erstmal humpelt er noch. Erstmal humpelt er ein bisschen kurz, unrund. Kurz und rund. Aber dann ist auch schon wieder vergessen. Das heißt, das lernen doch Fußballer Wrestling auch. Wrestling ist gar nicht so weit weg eigentlich, wirklich vom Fußball. Nee. Ja, beim Fußball ist ja ein bisschen Show dabei. Ja, ja. Mehr als beim Handball, ne? Weil es nicht so, weil es langsamer ist. Handball ist einfach zu schnell. Deswegen kann man auch am Sack ziehen und die Nippel umdrehen, weil das so schnell ist. Du musst ja wirklich Lauf, 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 Ball haben, drehen, ziehen, werfen. Das ist ja schnell. Das muss man ja üben. Meinst du, sowas wird trainiert? Glaube ich nicht. Drehen und ziehen? Höchstens an der eigenen Frau vielleicht zu Hause. Das könnte natürlich sein. Aber im Training normalerweise nicht. Welche Stelle an deinem Körper würdest du dir nie tätowieren lassen? Ich weiß es. Soll ich sagen? Sag es. Es sind 3 Stellen. Die Eier und der Schwanz? Nee. 3 Stellen. Ach, 2 Eier. Hey! Hast du Stellen, wo du generell sagen würdest, das bitte nicht? Gesicht. Ein Gesicht macht man ja auch irgendwie nicht. Was denn auch? Denn so eine Träne hier. Oh Gott. Das gibt ja wie Mike Tyson, ne? Hat er ja so ein Tribal. Ja? Was? Piercing hast du gar nicht, ne? Piercing ist auch so ein bisschen Frauensache, oder? Na. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, was ich genau... Such doch mal mit aus hier, bitte. Aber deine Frau zum Beispiel ist ja Diplompsychologin. Mhm. Hast du bei der schon mal auf der Couch gelegen, weil sie sagte, wie sie legt dich mal hin? Wir müssen jetzt über so ein paar Sachen mal sprechen. Bis jetzt noch nicht. Also alles okay. Hat die nie gesagt, was ist mit dir und deinem Körper? Warum musst du deinen Körper immer so dünn, dick... Nein, das ist ja meine Entscheidung. Jeder sollte... Und sie lässt dich auch komplett, ne? Ja, ja, klar. Selbst wenn du mit Kerosin gefüllten Flieger losfährst, sagt sie, ich verstehe dich, Kleines. Alle mach lassen. Mal. Einfach nur laufen lassen. Wenn du es brauchst. Genau. Ja, ist natürlich gut. Einfach laufen lassen ist super. Und stimmt es eigentlich auch, dass du mal spielsüchtig warst? Stimmt auch. Wie sah das denn aus zwischen den Spielen? Mal kurz zum einarmigen Banditen. Nee, ich wechselte damals nach Gummersbach. Und dann hatten sich die Verantwortlichen wirklich tatsächlich mit mir auseinandergesetzt und gesagt, okay, wir holen jetzt irgendwie jemanden aus Berlin nach Gummersbach. Und damit wir ihm das Feeling der Hauptstadt irgendwie so ein bisschen geben, geben wir ihm eine Wohnung an der Hauptverkehrsstraße von Gummersbach. An so einer total heftig befahrenen Kreuzung. Zufälligerweise war diese Wohnung aber direkt über einer Spielothek auch noch. So, und da war ich dann irgendwie, weil wir als Sportler ja, weil der niemand denkt, zu viel Zeit haben, war ich dann halt irgendwie nach dem Vormittagstraining in der Spielothek. Und da war ich dann halt jeden Tag. Das ist schön. Nee, das ist nicht schön. Es war eigentlich bist sinnlos. Bist du davon wieder losgekommen dann? Habe dann irgendwann eine andere Wohnung bekommen. Ich freue mich so, Jungs, ihr seid so toll. Ich könnte noch die ganze Nacht hier weiter mit euch saufen und reden. Mehr reden sogar als saufen, weil es so viel Spaß macht mit euch. Und wir haben aber jetzt zum Abschluss Musik, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Sie kommen natürlich aus der Hauptstadt, nicht aus Gummersbach, sondern aus Berlin. Und achte mal drauf, ob dieser Song für dich, Tim, nicht dein Einlaufsong für deinen ersten Wrestling, für deinen ersten Wrestling-Kampf wäre. Und ich freue mich. Bitte begrüße mich bei Isolation Berlin! Juhu! Wenn dich zum Weinen bringt, dein Selbstwert um dein Leben ringt und das 5. Mal wichsen dich auch nur deprimiert. Die Angst noch immer oben schwimmt, wenn der letzte Mut im Schnaps ertrinkt und die Hoffnung sich in Rauchschwand verliert. Fahr weg auf geradem Weg ans Meer, den Möwen hinterher, so weit weg wie es geht. Und das Bett riecht noch nach ihr. Du hast nichts zu verlieren. Du
du hast nichts zu verlieren. Will keiner dir zu helfen weiß, du jede Nacht ins Kissen beißt und heulst, als würdest du dafür bezahlen. Auf der Stirn der kalte Schweiß, Hyänen sind dein Freundeskreis, das Land, in dem du lebst, dein Yamatok. Fahr weg, auf geradem Weg ans Meer, dem Möwen hinterher, so weit weg wie es geht, wenn dich doch hier nur alles definiert und das Bett gestockt nach dir, du hast nichts zu verlieren, wenn dich doch hier nur alles deprimiert und das Bett riecht nur nach mir. Du hast nichts zu verlieren. 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 Fahr weg auf geradem Weg ans Meer. So weit weg wie es geht, wenn dich doch hier nur alles deprimiert und das Bett riecht nach Erinnerung. Du hast nichts zu verlieren.